Das kann doch wohl nicht wahr sein. Bist du schon so auf dich? Nein. Nein. Habe ich einen Horn? Nein. Ich brech zusammen. Hallöchen, liebe Ratefüchse. Hallo. Hier sind wieder Lulu und Leon. Von Lulu und Leon. Family and Fun. Heute sind wir in der Quiz-Arena. Heute wird gechallenged. Heute wird wieder gespielt, gezockt. Und zwar, wer bin ich? Ein lustiges Ratespiel für die ganze Familie. Ich bin ein... Das wisst ihr nicht. Lulu und Leon kriegen gleich beide Kappen auf. Da klebt vorne was drauf. Und da funktioniert das Ganze so, dass jeder eine Frage stellen kann. Zum Beispiel, bin ich ein Mensch? Wenn die Frage mit Ja beantwortet wird, darf derjenige nochmal eine Frage stellen. Wenn die Frage mit Nein beantwortet wird, ist der Gegenspieler dran. Das Ganze machen wir so lange, bis die beiden erraten haben, wer sie sind. Und wer dann weniger Fragen gebraucht hat, ist der Gewinner. Insgesamt gibt es 3 Runden und wir werden loslegen. Viel Spaß in diesem Video! So, ihr kleinen Ratefüchse, jetzt geht's los. Aber vorher noch eine kleine Bitte. Wir haben ja schon mal eine Wer-würde-er-Challenge gemacht und es kamen immer wieder die Fragen, ob wir das nochmal machen können. Natürlich können wir das nochmal machen, also schreibt uns bitte in die Kommentare eure Fragen für die Wer-würde-er-Challenge und dann kommt die demnächst. Und jetzt legen wir los mit Runde 1! Frage Nummer 1, Lulu, bitte. Habe ich Flügel? Ja. Bin ich ein Pferd? Ja. Bin ich ein Flügelpferd? Ja. Habe ich ein Horn? Nein, jetzt ist Leon dran. Ich flügel? Nein. Lulu wieder. Hab ich Hufe? Ja. Habe ich einen Schwanz? Ja. Hab ich eine Mähne? Ja. Hab ich eine Nase wie ein Pferd? Ja. Jetzt überleg mal, was du vielleicht auch manchmal im Fernsehen guckst. Hab ich einen Reiterhelm? Nein, weiter geht's. Bin ich braun? Ja. Bin ich ein Hund? Nein. Lulu, Frage Nummer 10. Hab ich eine Kutsche? Leon, du weißt, du bist ein Tier, du bist braun, das weißt du schon. Überleg auch so ein bisschen, was du vielleicht im Fernsehen guckst. Ein was? Ein Schwein. Nein, du bist kein braunes Schwein. Überleg mal, was guckst du im Fernsehen, wo vielleicht Pferde fliegen können? Das weißt du ja, dass du Flügel hast. Die haben Flügel. Ja, das weißt du ja, dass du Flügel hast. Du bist ein Pferd, du hast Flügel. Bin ich vielleicht Wollt ihr erst weitergeben? Soll Leon erst weitermachen? Lulu schiebt eine Runde. Leon, 6. Frage. Also, du bist braun, du bist ein Tier. Und du kommst ja im Fernsehen. Was? Du bist ein Tier und du bist braun und du kommst im Fernsehen. Du bist kein Hund. Genau, du bist kein Hund. Was? Wie viele Tiere gibt's denn? Und ein braunes Schwein bist du auch nicht. Überleg mal so ein bisschen, was du immer gerne im Fernsehen guckst. Was du immer abends guckst. Oh, das war ein guter Tipp, Lulu. Aber jetzt, hey, ja, ich glaube, die ist hier im Arsch schon geprägt. Ja. Wer könntest du denn dann sein? Charlie. Yay! Yeah. 7 Fragen. Leon, darfst du dir jetzt einmal angucken? So, cool, jetzt. In nur 7 Fragen erraten. Guck mal, jetzt können wir Lulu noch ein bisschen Runde. Jetzt steht 1-0. Wir machen 3 Runden, kein Problem. Steht 1-0 für Leon. Lulu, vielleicht du bist ein kleines Pony. Vielleicht könnte man auch sagen ein Little Pony. Wer könnte... Mein Little Pony. So, und jetzt, wer könntest du sein? Rainbow Dash. Yay! Yeah. Also, Runde 1. So, ich bin Rainbow Dash. Runde 1 geht an den kleinen Ratefuchs Leon. Wir werden Runde 2 gewinnen. Ja, ich hab den Rainbow Dash. Auf geht's zu Runde Nummer 2. Ich gebe euch beiden einen Tipp. Guckt ihr auch, also das kann man auch im Kino gucken, beides von euch. Den Tipp gebe ich euch. Und jetzt, auf geht's, Herr Ratefuchs. Es ist blau. Es ist blau. Ja und nein, es ist blau mit dabei. Oder meinst du... Ist es ein Tier? Schwer. Nein. Das ist jetzt aber auch ganz schwer. Es ist etwas, was man nicht genau benennen kann, würde ich sagen.
Das ist wirklich schwer. Wie sagt man das? Also ein Tier? Nein, eigentlich nicht. Bin ich ein Tier? Nein. So. Leon. Das gucke ich manchmal ganz gerne. Ganz gerne. Also vielleicht, damit du nicht falsch denkst, du bist, also deswegen, da geben wir kleine Hilfe, du bist kein Tier, du bist aber auch kein Mensch. Du bist ein bisschen, du bist, du bist schön und das Biest. Nein. Nein, bin ich ein. Also du bist kein Tier, dann bist du wahrscheinlich, ein Mensch? Ja. Hab ich schwarze Haare? Nein. Die Schöne und das Biest? Nein. Nein. Du bist also ein Mädchen, du hast aber keine schwarzen Haare. Blond. Aha, ja. Ein blondes Mädchen. Ja. Du bist ja ein Mädchen und hast blonde Haare. Habe ich ein Kleid an? Ja, also die Person, die du jetzt da auf deiner Kappe hast. Fängt mit B an. Oh, böser Tipp. B. Ja, was für Leute? Billy? Nein. Willi? Nein. Bin ich was Essbares? Nein. Aber ja, du musst doch ein bisschen noch fragen, dass du was rausfindest. Du weißt ja, du bist ein Mädchen und bist blond. So, wie viele blonde Mädchen kennst du? Dann kannst du ja vielleicht also fragen. Also ich kenne meine Freundin Lilly, die hat blonde Haare. Nein, aber Lilly läuft ja nicht im Kino. Oh, singt die Lieder? Ja. Helene Fischer. Nein, aber stimmt, die ist auch, das stimmt, die ist blond und aus dem Fernsehen, das war gut. Nein, die ist es nicht. Weiß es. Dann sag mal. Bibi. Wer? Bibi wer? Bibi Blocksberg. Ja! Das war ein bisschen schwer, ne? Bibi Blocksberg? Ich denke, wir zählen jetzt einfach mal 13 Fragen. Bibi Blocksberg! Du kannst. So, Runde Nummer 3. Und wir wissen natürlich nicht, wer jetzt beginnt. Ich. Ene, mene, miste. Es rappelt in der Kiste. Ene, mene, meck und weg. Oh, nee. Das müssen wir. Wie geht das? Ene, mene, meck und du bist weg. Ich bin dran. Wer weg ist, der ist dran. Du bist weg. Leon ist. Nee. Doch, weil du weg bist. Nee, wer weg ist, der ist dran, ne? Schwierig. Bin ich eine Maus? Ja. 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 Bin ich Mickey Maus? Das gibt's doch nicht! Was? Zwei Fragen, Lulu. Bin ich Minnie Maus? Ja, eine Frage, das gibt's doch nicht! Ihr habt doch geschummelt, das habt ihr doch gesehen. Ich glaube, weil jeder sich gedacht hat, wenn sie Minnie Maus ist, ne? Dann bist du wahrscheinlich mit. Das war zu einfach, ja, ja. Das gibt's doch nicht. Dann ist es ein Unentschieden. So, wir mussten sie jetzt beide auseinandersetzen, damit sie nicht wieder erraten könnten anhand des anderen, wer sie sind. Und die dürfen sich jetzt nicht mehr angucken. Nur noch nach vorne gucken, weil so ein Fauxpas wie mit Mickey und Minnie, der passiert uns nicht nochmal. Ha, jetzt geht's weiter. Entscheidungsrunde! Bin ich Leon? Das gibt's nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Das hat die doch gesehen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wir haben doch aufgepasst. Wie? Also, das ist ja wohl unglaublich. Oh. Hast du das gesehen? Nein. Bin ich Lisa? Ja! Leute, wir finden ihn. Ich brech zusammen. Ich hab's ausgedrückt. Keiner hat's gesehen. Ich hab beide extra weggesetzt. Oh. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir finden keinen Sieger. Es bleibt bei einem Unentschieden. Wir machen irgendwann nochmal eine Wer-bin-ich-Challenge, vielleicht auch mit Mama und mir. Dass wir eine Eltern-Edition machen, dann schreibt das auch mal in die Kommentare. Und nicht vergessen, wer würde er eure Fragen, also die Wer-würde-er-Challenge. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss! Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Hier unten auf dem Button. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, dann klickt auf alle Seiten.